Microsofts neue Konsole Xbox One S ist seit Anfang August bei uns verfügbar. Zurzeit nur in der 2-Terabyte-Version. Es sind noch zwei weitere Versionen angekündigt, die aber zurzeit noch nicht erhältlich sind. Bei Amazon ist sie zurzeit ausverkauft und als nächstmögliches verfügbares Lieferdatum oder als wiederlieferbar wird Ende August, der 29. August, gelistet. Im Mediamarkt haben wir noch welche gefunden. Und bevor wir uns die Konsole mal im Detail anschauen, werfen wir einen Blick in die Packung und sehen nach, was wir für den momentanen Preis von 399 Euro geliefert bekommen. Gut. Die Konsole selbst. Und jede Menge weiteres Zubehör. Verpackt. Okay, die Konsole selbst. Schön mit dem Xbox-Logo eingeprägt. Anschlüsse, die wir uns noch im Detail anschauen werden. Stromanschluss. Hier haben wir dann vermutlich den Controller. Und das HDMI-Kabel. Netzteil. Entsprechenden Batterien. Und hier dann noch Xbox Live Account und vermutlich auch noch ein Handbuch. Genau. An dieser Stelle einen kurzen Blick auf den gesamten Packungsinhalt. Neben der Xbox selbst haben wir die Quickstart-Anleitung, das dicke Heftchen für Regulatories and Warranty Guide, die Mitgliedschaft für einen bestimmten Zeitraum bei Live, das Stromkabel, das HDMI-Kabel, den Controller und ganz cool den Vertical Stand. Ganz kurz zu den beigelegten Kabeln. Da ja in dieser neuen Xbox das Netzteil innen verbaut ist, ist nur das normale Netzkabel dabei, was natürlich sehr praktisch ist. Und es ist ein Highspeed-HDMI-Kabel dabei, was für die 4K-Übertragung erforderlich ist. Beide Kabel sind ausreichend lang. Also es sind keine irgendwie besonders kurzen Kabel oder irgendwas, sondern die sind richtig schön lang. Sodass es überhaupt kein Problem ist, auch hinter einen Fernseher zu kommen und das Gerät entsprechend zu verbinden.
Ein Blick auf die Xbox selbst, hier mal von vorne. Wir haben hier das Slot-In Blu-ray-Laufwerk. Wir haben hier einen Anschalter, keine Sensortaste mehr wie bei der alten Xbox, sondern einen richtigen Anschalter mit Druck. Hier ist die Auswurftaste für die CD. Wir haben hier vorne noch einen weiteren USB-Anschluss. Hier ist der Pairing-Knopf für die Fernbedienung. Das ist alles sehr schön. Die Xbox selbst hat den Lüfter innenliegend, daher auch die ganzen Lüftungsschlitze rundherum, die dafür sorgen, dass genug Kühlung vorhanden ist. Sie ist insgesamt ungefähr genauso schwer wie die alte Xbox, aber 40% kleiner, was natürlich auch sehr schick ist. Wenn wir mal einen Blick auf die Rückseite werfen, sehen wir die Anschlussvielfalt, die hier gegeben ist für den Netzstecker, HDMI Out, HDMI In. Wir haben hier USB 1 und 2, also insgesamt 3 USB-Anschlüsse, IR Out, SPDIF Out für Glasfaser-Tonanschluss und den LAN-Anschluss. Was wir selbstverständlich vermissen, ist ein Anschluss für die Kinect. Das ist im ersten Moment nicht vorgesehen, es gibt dafür aber einen Adapter. Ein kurzer Blick auf die Unterseite und da hatte ich viel Spaß. Mal gucken, ob man das hier erkennen kann. Neben dem eingeprägten Namen Xbox One und der Modellnummer steht nämlich hier drüben noch, und das fand ich besonders lustig, Hello from Seattle. In den Controller werden die beiliegenden Batterien eingelegt, die nicht wieder aufladbar sind. Grandiose Idee von Microsoft. Ansonsten unterscheidet sich der Controller außer von der Farbe weder in Größe und Form noch von der Anzahl der Tasten oder Anschlüsse vom alten Controller. Außerdem mit dem einzigen Unterschied, dass er ein Bluetooth-Controller ist, den man auch für Windows-PC benutzen könnte. Die Xbox-Version ist nicht leistungsfähiger als die bisherige Xbox One. Das Einzige, was aktualisiert wurde, ist eben halt diese 4K-Upscale-Fähigkeit beziehungsweise die Fähigkeit, UHD-Blu-Rays über das integrierte Slot-In-Laufwerk auf einen 4K-Fernseher wiedergeben zu können in 4K-Auflösung. Jetzt stellt sich die Frage, für wen ist diese Xbox eigentlich interessant? Für Xbox One-Besitzer eigentlich nicht. Die Spiele laufen zwar auf der Konsole, aber es wird keine bessere Bildqualität erzeugt als auf der alten One, außer dass das vielleicht ein bisschen abgescaled wird auf 4K, aber was nicht wirklich einen Unterschied macht auf einem vernünftigen Fernseher, und deshalb ist es eigentlich mehr interessant als UHD-BD-Player, weil mit dem Preis von zurzeit 399 Euro, bevor jetzt die nächsten Konsolen rauskommen, die jetzt gerade angekündigt wurden mit 1 GB und 500 mit einem Terabyte und 500 Gigabyte großer Festplatte, die dann entsprechend günstiger sind für 350 und 299 Euro, ist es mit 399 Euro und 2 Terabyte Festplatte natürlich der zurzeit günstigste UHD-BD-Player neben Samsung und Panasonic, die teurer sind, und bietet natürlich noch die Spielkonsole mit dazu und diese große Speicherkapazität. Das macht es wiederum interessant, aber lohnt es sich als UHD-Player? Also, wir wollen auch weniger einen Vergleich jetzt mal legen auf die Spielequalität, sondern mehr auf die UHD-Eigenschaften bzw. Media-Player-Eigenschaften schauen. Beim ersten Anschließen genehmigt sich die Box zunächst mal ein Update von knapp 1 Gigabyte Größe. Wofür das genau ist, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls nicht für den BD-Player, der benötigt wird, und auch nicht für den Media-Player, der benötigt wird. Beide sind zunächst nicht installiert und müssen manuell aus dem Store nachgeladen und installiert werden. Die X1 kommt mit einem 4K-Upscale für Spiele daher, also keinem wirklichen 4K, sondern sie rechnet die Spiele, die es dafür gibt, nur auf 4K hoch, aber mit einem Laufwerk für UHD Blu-rays. Allerdings funktioniert dieses erst nach einem Software-Update. Wir schauen uns das jetzt mal an. Yeah.
Getestet haben wir das Ganze an einem LG 4K-Fernseher der 86er-Serie in 65 Zoll und als Vergleichsgerät einen inzwischen knapp 4 Jahre alten LG 3D BD-Player herangezogen. Und im ersten Test war zunächst die große Enttäuschung, weil ein Qualitätsunterschied zwischen BD und UHD und dem BD-Vergleich auf dem alten LG-Player ist quasi nicht vorhanden. Anfangs gab es Nuancen in der Bildqualität, die unterschiedlich waren, was aber wiederum an den Kanaleinstellungen, an den spezifischen Einstellungen am Fernseher lag. Die haben wir dann angepasst auf die gleichen Einstellungen und zack, war auch das Bild in ungefähr gleich. Also beim Sitzabstand von 3 Meter, beim 65 Zöller durchaus in Ordnung, war eigentlich kein Unterschied zu sehen. Wenn dann so in so feinen Nuancen, dass es den Mehrpreis und den Aufwand zum UHD nicht lohnt, was natürlich auch daran liegen kann, dass der LG-Fernseher selbst ein sehr gutes Upscale macht. Die Xbox selber hat verschiedene Geheimnisse innerhalb ihrer Einstellungsmöglichkeiten versteckt. Ich werde das versuchen, an abgefilmten Standbildern vom Fernseher zu verdeutlichen und einzublenden. Die Qualität ist nicht die beste, aber um es darzustellen, was ich meine, wird es wohl ausreichend sein. Wir können also in den Einstellungen, in den Tiefen der Einstellungen, speziell die Videoeinstellungen anpassen. Zum Beispiel die ganze Konsole auf 4K setzen, dass alles, was die Konsole abspielt, 4K auf 4K hochskaliert wird, beziehungsweise in 4K wiedergegeben wird. Oder wir lassen sie sitzen auf 1080p, also auf Full HD, schalten aber 4K optional frei, also bei Bedarf, was entsprechende Apps, die das 4K darstellen können, oder auch diese UHD-Blu-ray-Geschichte, dann befähigt, auch 4K auszugeben. Das kann man dann auch schön am Fernseher sehen, in den empfangenen Einstellungen, dass der 2160p anzeigt und nicht 1080p. Diese Geheimnisse muss man der Box aber erst entlocken. Da ja keine Anleitung in dem Sinn beiliegt, außer diesem Quick-Start-Guide, muss man sich durch die Hilfedatei ein bisschen hangeln. Und da findet man nämlich zum Beispiel den Tipp, die Box insgesamt auf 1080p einzustellen, aber eben 3D zu enablen und 4K zu enablen bei Bedarf, um eben entsprechenden Apps bzw. Spielen, die das können, die Möglichkeit zu geben, in 4K oder in 3D auch auszugeben. Bei abgespielten 3D Blu-rays über den Slot-In-Player hatten wir das gleiche Problem. Solange die Box auf 2160p eingestellt war, hat es überhaupt nicht funktioniert. Bei 1080p funktionierte es dann aber auch nur mit manuellem Umschalten. Und jetzt kommt eigentlich die obergroße Enttäuschung. Ich habe dann nämlich festgestellt, im Test mit verschiedenen Blu-rays, dass manche in 3D, in ordentlichem 3D dargestellt werden, während andere der Fernseher das grundsätzlich ablehnt und ein manuelles Umwandeln in 3D quasi anbietet, was ja überhaupt nicht notwendig ist bei einer Original 3D-BD. So zum Beispiel bei sämtlichen Disney-Filmen. Es war mir nicht möglich, auch nur einen Disney-Film in gescheitem 3D über diese Xbox wiederzugeben. Bei Warner, was wir getestet haben, Batman vs. Superman, hat es funktioniert. Bei dem Film Box Trolls hat es auch funktioniert. Bei anderen Filmen
keine Chance oder in einem schlechten 3D und verglichen mit dem alten 3D LG Player überhaupt kein Vergleich. Ansonsten ist zu der Box zu sagen, dass sie sehr leise ist, trotz des integrierten Lüfters oder gerade deshalb des integrierten Netzteils. So. Die Box an sich ist sehr leise, startet auch schneller als die alte One und das Slot-In-Laufwerk ist insgesamt auch sehr leise. Der Bildtest zwischen UHD-BD und normaler BD wurde mit verschiedenen 4K Ultra HD Blu-rays durchgeführt. Der Marsianer, Deadpool und das Texas Kettensägen-Massaker. Wobei beim letzten das Interessante ist, dass hier ein tatsächliches 4K vorliegt, während bei den anderen nur auf ein hochskaliertes 2K Master zugegriffen wird, was zurzeit bei den 4K Ultra HD Blu-rays noch der Standard ist. Aber selbst bei der 4K-Version, bei der tatsächlichen 4K-Disc, war zwischen BD und UHD kein qualitativer Unterschied zu erkennen. Es sind drei USB-Anschlüsse vorhanden, die auch USB 3.0 erkennen. Wir haben hier einen Frontanschluss und noch zweimal hinten dran. Ich habe verschiedene externe Festplatten angeschlossen, die auch anschlusslos ausgelesen wurden. Ebenso habe ich es mit einem USB-Stick probiert. Was nicht funktioniert hat, war ein 64 Gig Medion-Stick mit NTFS-Formatierung. Der wird nicht erkannt. Überhaupt nicht. Keine Fehlermeldung, kein Licht, kein gar nichts. Der Stick an sich funktioniert, weil wenn ich ihn direkt am Fernseher anstecke, ist es überhaupt kein Problem, darauf zuzugreifen. Das Fazit. Sie ist kleiner als die alte One, sie startet schneller, kann 4K Upscale und UHD-BDs wiedergeben. Der Bildqualitätsunterschied zwischen UHD und normaler Blu-ray ist eher nicht vorhanden. Das Bild ist grandios, da gibt es überhaupt keine Frage, aber eben halt auch bei der Blu-ray-Darstellung. Die Darstellung von 3D Blu-rays ist problematisch und schlechter als beim alten LG Player. Meiner Meinung nach lohnt sich die Investition in diese Box, insofern man die alte One schon hat, als Spielekonsole nicht. Und es lohnt sich meiner Meinung nach auch nicht als UHD-BD-Player. Vielleicht, auch wenn da die Bildqualität mit BD bereits grandios ist. Vielleicht hat ja jemand mit einem anderen TV andere Erfahrungen gemacht, aber auf meinem 4K LG 8609 war kein Unterschied festzustellen zwischen UHD, BD oder der BD-Darstellung auf dem alten LG-Player. In der Hoffnung, hier ein wenig Informationen bereitgestellt zu haben, bedanke ich mich für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal.